Sonntag von Barmherzigkeit, ihr seht jetzt gerade eine Folie von all unseren Projekten. Wenn ich jetzt das erzählen würde, was die alle machen, dann wären wir morgen noch da. Also es ist Hammer. Ganz viele Leute setzen sich in Vineyard ein für Würde, für neue Perspektiven, für Barmherzigkeit, für Finanzen. Setzen sich ein gegen die Ausgrenzung. Zum Beispiel Frauen, die im Milieu arbeiten oder das Milieu besuchen. Stopp Armut, dort wo wir Projekte haben, die sich gegen Armut einsetzen. Vernetzung, Versöhnung passiert zum Teil in Israel. Der Tom wird uns ein bisschen davon erzählen. Arbeitsstellen. Das mit den Geissen weiss ich nicht so genau, wie das kommt, aber das werden wir dann erfahren, wie genau das jetzt die Geissen von diesem Geld profitieren. Genau. Es ist eine gekommen, am 5 Uhr zu mir und hat gesagt, ja, das mit den Geissen sei nicht so eine coole Idee. Wir haben gescheiter Kühe gekauft. Schon eine Idee, also wenn ihr genug Geld habt, spendet, dass wir Kühe kaufen können. Klima und Soziales ist ein Riesenthema, da setzen sich auch Leute ein. Nächstenliebe, ganz praktisch in Bern. Es sind ganz viele coole Projekte. Teil ist auch drauf. Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist das, was wir heute machen, aus Barmherzigkeit, aus Herz. Ich stehe aber da ein dafür, dass, wir eigentlich, dass es nicht nur um Herz geht, sondern um viel mehr als Herz. Und das Herz ist wichtig. Das Herz bewegt. Das Herz macht es möglich. Aber mit nur Herz kommen wir nicht so weit. Darum ist die Überschrift der Bund, Barmherzigkeit und Beharrlichkeit. Das ist der Schlüssel und vielleicht ein Schlüssel vom Königreich Gottes. Gott ist barmherzig, er ist gnädig, er ist langsam im Zorn, reich, reich an Gnade und reich an Treue. Wir reden heute ein bisschen über die verschiedenen Themen, aber wir gehen zum Mose, der kommt immer wieder vor. Und er schreibt in seinen Abschluss- oder Abschiedspredigten, hat ein ganzes Buch, der 5. Mose, darüber geschrieben. Offenbar hat er 40 Tage lang predigt. Also er hat viele Sachen gemacht, die 40 Tage, Jahre sind gegangen. Und die Predigten sind viel, oder die Inputs, sind 40 Tage gegangen. Er hat sein Bestes gegeben, zurück zu den 10 Geboten, er ist über ganz viele Themen, er hat sein Herz teilt mit der jungen Generation. Und da schreibt er im 5. Mose 7, 9, so erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Jetzt sind wir da 1400 Jahre vor Christus am Ostufer vom Jordan auf der Ebene Moab vis-à-vis von Stadt Jericho. Und Moses ist da gerade nach einer langen Wanderung, steht er da und redet zu seinem Volk und hat die Botschaft, die wichtige Botschaft, inklusive der Gesetz, inklusive der Gebot. Das ist ein eine Herausforderung, aber da kommen wir ein dazu und wird uns ein begleitet durch die ganze Predigt, dass Barmherzigkeit viel mehr ist als nur der eine Teil, den wir oft davon hören. Die Israeliten sind immer wieder angehalten worden, Gottes Treue, Gottes Herrlichkeit, Gottes Segen davon zu hören. Aber sie haben auch Gottes Warnungen gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also offenbar haben sie dort eine Warnung gebraucht. Vergesst nicht, wenn ihr ins verheißene Land kommt, vergesst nicht, dass Jahwe alleine Gott ist. Geht ihr nicht nach all den anderen Göttern. Eine wichtige Botschaft war ihm ganz nach. Es waren verschiedene Bündnisse oder Bünde, die Gott hat gemacht mit dem Abraham oder mit dem David. Das Bündnis ist noch speziell. Das Bündnis ist ein Bündnis, das auf Gegenseitigkeit beruht. Also Treue, seine Treue zu uns und unsere Treue zu ihm. Und das eingebunden in den ganzen Gesetz. Also ganz spannend.
Wir haben jetzt in der letzten, und wir kommen dann schon noch ein bisschen zu der Aktualität, obwohl wir nicht politisch werden wollen. Aber es ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn wir Nachrichten lesen und wir verstehen es nicht, wir kommen nicht nachher. Und etwas, was man immer wieder hört, aus Gemeinden, aus Kirchen, in der Not, da kommt immer wieder der Vers von Jesaja. Und Sion sagt, und Sion klagt, der Herr hat mich vergessen, der Herr hat mich verlassen. Warum ist er nicht da? Er hat mich schon lange vergessen. Gott antwortet nicht. Und da kommt seine Verheißung, da kommt seine Antwort. Und er sagt, wie kann eine Mutter ihr Kind verlassen? Wie bringt sie es übers Herz? Und selbst wenn sie ihr Kind vergisst, ich, Jahwe, ich vergesse dich niemals. In der Endübersetzung steht nach, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meinen Handflächen geschrieben. Haben wir davor gerade gesungen. Deine Mauern habe ich ständig vor mir. Also Gott ist der Bund so wichtig mit seinem Volk, dass er sagt, ihr seid unauslöschlich auf meiner Hand geschrieben. Und es bezieht sich nachher, wie wir hier sehen, auch auf uns. Der Theologe schreibt, in einer tragischen und äußerst bedrohlichen Gerichtssituation erfahren Mose und die Israeliten die Barmherzigkeit Jahwes, ihres Gottes und ihres Richters. Er stellt ihnen vor als jemand, der barmherzig und gnädig ist. Er ist langsam an Zorn und reich an Güte und Treue. Aber er bestraft sie auch. Dennoch vernichtet er sie nicht und trennt sich nicht von ihnen. Er vergibt ihnen und er bleibt bei ihnen und führt sie weiter auf dem Weg ins verheißene Land. Finde ich ganz hart und ganz stark, dass Gott zu ihnen steht, obwohl er sie bestraft hat. Gott ist da, er sagt, ich bin da für dich, ich werde da sein für dich. Jetzt, das ist mein Wesen. Und er stellt sich wieder, immer wieder vor und sagt, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin langsam im Zorn und reiche Gnade und reiche Treue. Also Barmherzigkeit ist das Oberste auf dieser Liste, auf dieser Aufzählung. Es ist kein Zufall, steht es immer wieder im Wort Gottes in der Bibel. Es ist nicht beliebig erwähnt und es ist nicht austauschbar. Es handelt sich um einen Schlüsselbegriff, einen Kernbegriff von Theologie und von der Bibel, vom Alten und vom Neuen Testament. Und es ist das innerste Empfinden Gottes. Es kommt auch zum Ausdruck im Vers von Klagelieder. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Oder glücklich zu preisen sind die Barmherzigkeit, denn sie werden Erbarmen finden. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott, Gott allein ist, der treue Bund, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Immer wieder die Verheißungen zu Israel, zu seinem Volk und zu uns eingepfropft in das hinein. Aber es wird viel vom anderen eben auch geredet. Und das berührt mich, das treibt mich immer wieder an, dass es viel, viel mehr ist und dass das ein Konzept ist, wo Gott hat angefangen, nicht ein humanistisches Konzept, wo wir ein bisschen Herz teilen, sondern es ist etwas, wo Gott zinnest und zu oberst ganz, ganz wichtig ist. Ein weiterer Vers, der gerade vorher kommt, ich weiß nicht, warum wir das Ihnen jetzt erwähnen, ist gerade im vorderen Vers, aber ist auch zentral, weil wir kommen nicht zur Erwählung. Warum hat Gott Israel erwählt? Und da steht, nicht weil ihr mehr wäret als andere Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Sieht im Moment nicht so aus, aber in der ganzen Geschichte immer wieder, sie sind die Geringsten, die Verhassesten gewesen, die sie drankommen. Und das sagt auch da Gott, ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Ich habe euch erwählt wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt,
den ihr euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Sklavenhaus Ägypten, aus der Hand des Pharao, des Königs Ägypten. Ein anderer Theologe schrieb das schön: Ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Nur einen Grund dafür gibt es. Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genauestem Hinschauen nicht entdecken oder verstehen, dass es da irgendeine Andeutung und etwas Gutes in mir gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaberin werden durfte. Das fing ich ganz stark. Gott hat unsere Welt. Und Gott hat berufen. Er hat berufen mit dem Bund. Er hat berufen mit Barmherzigkeit. Liebe Gott, deinem Herrn, zeige Barmherzigkeit. Darum ist das Gebot von der Doppelliebe, der so wichtig. Zähl ist auch wichtig. Zähl unsere Antwort. Und Zähl, die stirbt nicht, wenn wir in Gott sind. Denn Gott übernimmt das. Und stärke, liebe Gott, in Beharrlichkeit und in Stärke. Tom, freue mich, dass wir jetzt auch ein bisschen vertieft können. Es ist eine Art Podiumgespräch. Wir haben die Fragen vorbereitet und doch nicht alle. Tom und ich, unsere Wege gehen lang zurück. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen, weil unsere Kinder im Preteens-Kurs waren, irgendwie 2010. Und nachher sind wir vor allem in Westafrika unterwegs gewesen. Dort habe ich ihn auch mal getroffen, ganz auf eine spannende Art, in Togo. Nachher haben wir uns natürlich in Vignette getroffen. Und dann haben wir uns getroffen am 6. Oktober in Israel. Und da kommen wir jetzt ein bisschen ins Gespräch. Wir kommen dazu, was das an sich hat, warum ich auch nicht dorthin gehen wollte, warum ich komische Fragen gestellt habe. Und Tom kennt Israel ganz gut, stell von deiner Geschichte. Und freue mich, dass du jetzt ein bisschen zu uns redest. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch. Das ist das zweite Mal, jetzt nicht mit dem Wunder, ob wir uns die gleichen Fragen stellen. Genau, wenn wir anfangen zu stürmen, dann ist es, weil wir schon richtig warm sind. Also wir haben nicht in allem die gleiche Meinung. Wir fangen gerade an mit dem Bild, Checkpoints, Grenzen und Grenzübertritt. Wir gehen jetzt natürlich ein bisschen mit Gumpen vom Bund mit Gott 1400 Jahre vor Christus und dann gehen wir zum 7. Oktober. Und dann gehen wir wieder zurück, also machen da ein bisschen ein Hin und Her und wollen euch so einführen und hoffen, ein bisschen ein breites Bild zu geben. Du hast in deinem Leben ganz viele Checkpoints erlebt, ganz viele Blockaden, Sachen, die aufgehört und gleichzeitig immer wieder Sachen, die aufgegangen sind. Das Bild zeigt es ganz gut. Ja, also ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was du gesagt hast vorhin, wegen der Erwählung von Israel. Gott hat Israel nicht erwählt, weil sie besonders gut sind. Mhm. Es gibt andere Verse, was heisst, er hat erwählt, weil sie besonders klein sind und besonders halsstarrig. Ich habe auch an dich gedacht, beim Wort halsstarrig. Und das ist jetzt der Übergang zum Thema Israel. Danke, ja. Weil ich ja mit dem Philemon geschafft, 10 Jahre. Und ja, für mich ist das Thema Israel sehr präsent. Ich bin bei Beyachat aktiv. Und wir unterstützen dort Gemeindeunterstützung in Israel, messianische Juden und arabische Christen. Und also ich bin nicht jemand, der so mit einer Israel-Fahne immer durchs Büro ist gelaufen, das nicht. Aber es ist schon das Thema, das sehr mir auf dem Herz ist. Und der Philemon war der härteste Israel-Kritiker in der Vignette Bern immer. Und ich bin auch ein bisschen stur und denke einfach, wir reden immer über das. Und schlussendlich ist der Phil am 6. Oktober hat sich eingeschrieben auf die Israel-Reise mit Vignette Bern und dann sind wir dort tatsächlich an dem ersten Abend, das ist das Bild vorhin, wo wir beide so gelacht haben, in unserem Hotel angekommen in Bethlehem. Genau. Und dann die zwei anderen Bilder, die auch von dieser Reise, also die, die sich ein bisschen mit dem Thema befassen, ihr wisst, es hat viele Zäune und Mauern und innerliche, äußerliche Mauern in dieser Region.
Aber die zwei Bilder waren recht krass gewesen jetzt auf unserer Reise. Das erste Bild links ist vom 6. Oktober. Vom 7. Oktober, das war unser erster Ferientag, Reisetag, richtiger gewesen, wo wir Jerusalem-Tour angesagt haben, wo wir am Morgen früh nach der ersten Nacht in Bethlehem nach Jerusalem sind gefahren. Und nachher ist die ganze Sache losgegangen mit dem Überfall in die Kibbutz rings um Gaza herum. Und wir haben durch den Tag durch immer ein bisschen mehr erfahren, was da passiert ist. Und unser Tour-Operator hat dann gesagt, ihr dürft als Gruppe nicht mehr zurück in die Westbank. Und dann sind wir einfach vier Männer sind dann in den Bus eingestiegen und zurück ins Hotel gegangen. Und wir haben die 16 Zimmer geräumt von allen Leuten. Das ist das war ein mega Ghetto, vier Männer da am Koffer hin und her schleppen. Und sollen wir jetzt das noch schön falten oder nicht? Nein, nicht schön falten, einfach rein, weg. Auf jeden Fall haben wir all die Sachen rausgebracht, aus dem Hotel, und sind zurück, haben zurück wollen, so über einen, Hinger, einen Weg ein hinger durch, weil wir haben erwartet, am richtigen Checkpoint, wo es zurück nach dem Haupteingang nach Bethlehem haben sicher hunderte von Bussen, weil die machen auch genau das Gleiche. Dann ist unser Fahrer, eigentlich der schnellste Weg hinterdurch. Und dort hat er das nicht erwartet, aber er hatte eine Grenzabsperrung drin vom israelischen Militär, der ganz schnell hat die Westbank abgeriegelt hat. Und unser Fahrer war ein arabischer Beduin. Und er hat Militär gemacht in Israel. Und hat auch die israelische Mentalität und die Mentalität, die alle Leute haben dort, stur und wirklich stur und beharrlich. Er hat gesagt, wir werden durch die Sperre durchkommen. Es wird einfach ein Zeit gehen. Und nachher haben wir dort schon in dem Bus gewartet. Es ist etwa 2,5 Stunden gegangen, bis etwas ist passiert. Und dann sind tatsächlich 7 israelische vollmontierte Soldaten rausgekommen, haben die Absperrung aufgetan, haben unseren Bus durchgelassen. Und wir konnten weiterfahren zu der Gruppe nach Jerusalem. Also es war für mich absolut ein Wunder, dass das so geklappt hat. Arabisch, einfach so ein bisschen ein Gedankeninput. Arabische Israeli, Beduin, hat uns dort rausgeführt. Also manchmal erwartet man Grenzen, aber es sind eigentlich gar keine. Also der hat das israelische System können nutzen, das er drin ist mit seinen Beziehungen. Der hat Polizeiposten in Jerusalem angerufen, sie haben Militärkontakt aufgeweckt und die haben tatsächlich unseren Bus durchgelassen. Also fantastisch. Der zweite Übergang ist der Grenzübergang von Israel nach Jordanien. Wir sind dann, unsere Reise ist dann so weitergegangen, dass wir evakuiert wurden ans Tote Meer. Oder evakuiert, wir einfach dort ein Hotel können buchen. Entgegen von unserer Reiseplanung ist dann alles anders gelaufen. Dann sind wir drei Nächte noch am Toten Meer gewesen, oder vier. Und dann von dort aus haben wir einen Flug gebucht, wo wir von Jordanien zurück in die Schweiz geflogen sind. Und haben eigentlich eine ganz andere Israel-Reise erlebt. Wir haben etwa 5% vom Programm so können wir machen, wie es geplant ist. Es war intensiv gewesen und so rückwirkend trotz allem ein mega Vorrecht, dass wir gerade in dieser Zeit können dort sein und ja, ich habe etwas mitbekommen, was immer noch jetzt in diesem Land am Laufen ist. Also es ist alles anders gekommen. Du hast mir gesagt, wir gehen auf Palästina, gehen Christen besuchen. Und dann habe ich die meiste Zeit verbracht in einem Hotel am Toten Meer. Gut gemacht. Aber jetzt zu diesem Hotel gehen wir. Es war spannend gewesen. Wir sind dort, haben eine Gebetszeit gemacht. Ich glaube, du hast dort gebetet. Irgendjemand hat etwas gemacht. Und nachher, ich mache mich eben das nicht mehr besinnen, aber nachher kommt der Tom und sagt, kommt auf den Balkon. Das ist das Bild, das ihr jetzt hier seht. Und dann fährst du an mit einer gewaltigen Rede. Und du redest nicht über, Palästina, du redest nicht über, was du jetzt die ganze Zeit auf dem Handy am Lesen bist, sondern du hast uns zurückgeführt, eigentlich, wo wir her sind. Du hast uns dort hergeführt und gesagt, wisst ihr, was da passiert ist? Da wird die Herren mit dir jetzt. Also das, ehrlich gesagt, das ist herrlich cool. Aber ich muss mich nur noch erinnern, dass wir dort auf dem Balkon gestanden sind, von der gewaltigen Rede. Das ja. ist
Das ist dir so passiert, das ist schon Wahnsinn. Nein, das war gewaltig, das ist sensationell. Schammer. Okay, also was ist bei mir passiert? Ich war als Gruppe- und Reiseleiter natürlich im Stress und unter Druck in diesen Tagen. Du hast hier eine Gruppe in Israel und es ist wirklich Krieg losgegangen. Wir haben nicht gewusst, was passiert. Und was wir auch ganz genau machen müssen. Und es war eine rechte Spannung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich kenne Israel wirklich gut über Jahrzehnte und ich habe gewusst, was da passiert ist für Israel und was das jetzt auch für die Zukunft könnte bedeuten. Und ich bin wirklich eine richtige Last gehabt. Oder ich kenne viele Leute, die dort wohnen, und habe gewusst, jetzt wird es richtig abgehen. Und so bin ich eigentlich sehr bedrückt gewesen. Und dann sind wir dort auf dem Balkon gestanden und haben so in die Region von dort, wo wir waren südlich am Toten Meer gewesen. Und da siehst du so über das Tote Meer, Richtung Jordanien, über, Richtung Jericho, in die Ebene rein. Und ich weiss auch nicht, ob das euch auch so geht. Manchmal hat man einfach so ein bisschen, du redest einfach, aber weisst gar nicht so recht, was du sagst. Auf jeden Fall sind mir all die Geschichten in den Sinn gekommen, die dort an diesem Ort passiert sind, in der Kürze. Das ist wirklich ein gewaltiger Ort, oder? Also du hast vorhin der Moses erwähnt, man sieht auf Jordanien über, dort, ich weiß jetzt nicht, ob man es hier so sieht, das ist ein Handyfoto, aber der Berg Nebo, wo der Mose nach all seiner Zeit, wo er das Volk hat geführt auf Israel, in das Land hat über können schauen und er nicht hat dürfen übergehen. Das ist eine mega krasse Geschichte. Sodom und Gomorra ist auch dort. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen, aber das ist auch dort. Das sieht man jetzt nicht von hier, aber das ist auch dort. Was ist mir noch in den Sinn gekommen? Der Elia ist mir in den Sinn gekommen, wo ich Himmel aufgefahren ist. Dort ist nicht nur Jesus in den Himmel aufgefahren oder Elia. Ihr müsst euch mal vorstellen, der sitzt dort auf dem Hotelzimmer und er geht einfach so in den Himmel auf. Wahnsinn. Man sieht den Ort etwas weiter oben und das ist eine sehr wichtige Geschichte, wenn man ein bisschen Israel, denke ich, will verstehen. Weiter oben fließt der Jabok, das ist auch ein Fluss, in Jordan rein. Das ist der Fluss, wo der Jakob, als er zurückgekommen ist, als er weg war, als er mit seiner Familie zurückgekommen ist, zum Esau, wieder ins Land zurück, wo er über den Fluss hat müssen, hat die ganze Familie vorausgeschickt. Alle Tiere, alle Kinder, alle Frauen, alle anderen Männer, alle vorausgeschickt, weil er die Hose voll hatte vom Esau, weil er da ja gelinkt hatte, wo er geflohen ist. Und nachher heisst in der Bibel, dass der Jakob eine ganze Nacht mit Gott gekämpft hat. Das heisst nicht Gott, das heisst Engel Gottes, je nach Übersetzung, Engel Gottes. Auf jeden Fall eine ganze Nacht Wrestling gemacht. Am Schluss sagt er, zu ihm, ich lasse ihn los, bevor du mich segnest. Und dann hat ihm Gott einen auf die Hüfte geholt und er hat gehinkt und gesagt, ab jetzt heisst du nicht mehr Jakob, sondern Israel, wo du hast mit Gott gekämpft und mit den Menschen. Und also das Wahnsinnige an dieser Geschichte ist, dass und du heisst ab heute eben Israel. Und das mit Gott kämpfen und mit den Menschen kämpfen, dass das in dem Namen drin ist und dass das noch heute so ist. Dass das Volk mit Gott kämpft, irgendwo, und mit den Menschen. Genau. Und er jetzt noch einmal eine meiner Lieblingsgeschichten, dann höre ich dann auf, das ist die Geschichte von Josua, auch dort, Jericho, was der, wo Israel hat müssen dürfen machen, ist eigentlich Jericho einnehmen als erste Stadt. Also sie sind über trockenen Fuß über den Jordan gegangen und nachher mussten sie sich mal ein bisschen still haben, ich weiß nicht genau wie lange, aber eine Zeit still haben und er hat das Volk den Auftrag bekommen, der Josua den Auftrag bekommen, jetzt sind 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen. Während dieser Zeit sind die Männer nicht beschnitten worden. Jetzt werden alle Männer beschnitten, um zu zeigen, das ist wirklich ein Bund. Die Beschneidung ist das Zeichen dieses Bund. Bevor ihr ins Land reinkommt, egal das reinnehmen, werdet ihr alle noch beschnitten. Macht euch Messer aus Stein. Also es ist schon dann Leute zu hergegangen. Aber du hast gesagt, der Bund
ist gegenseitig, es kostet etwas. Und ich denke schon, ein Zeichen von dem. Und Tag, bevor nachher Jericho ist eingenommen wurde, noch die besondere Begegnung von Josua mit einem Menschen, den er einen Krieg sieht, mit einem Schwert. Und Josua merkt, Josua ist der Herrführer von Israel, der, der jetzt das Volk leidet, er sieht einen Mann mit einem Schwert und weiss, das ist etwas Besonderes. Aber dann fragt er den, bist du von innen oder bist du von uns? Und dann sagt er, Käse, ich bin der Herr von der Herrscher und ich bin jetzt gekommen. Und für mich ist so eine, auch für die Arbeit, die wir machen, bei Yachad heisst gemeinsam, zwei Seiten, wenn man es ganz einfach nehmen will, Araber, Juden, Gott ist nicht parteiisch, Gott steht über dem, er lässt sich nicht einfach ins Camp einordnen und sagen, ich bin jetzt einer von euch und bin gegen die anderen, er steht da wieder drüber. Aber er ist der Herr von der Herrscher und hat einen Auftrag gehabt und ist dann gekommen. Gut, das ist mir durch den Kopf. Das ist gewaltig. Du hast dein Wort gehalten. Es ist noch besser, es wird immer besser. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du mich eben fragst. Also theologisch ist es schon schwierig. Ich habe meine Wurzeln in einem sehr engen evangelikalen Setting gehabt. Und da hat es immer alle Antworten gegeben. Und als ich dann aufgeräumt mit meiner Theologie, bin ich einfach überzeugt gewesen, dass die Wichtigkeit von Israel durch ist. Also Israel hat keine Bedeutung mehr. Und dann bin ich in die Vineyard gekommen, 1988, da haben wir gesagt, das ist Heiliger Geist und Gott führt uns und es passieren Zeichen und Wunder. Und ich war überzeugt, dass jetzt eben die Kirche, die wir jetzt sind, die ersetzt Israel. Und somit habe ich keinen Grund für dort her. Es ist auch nichts Spezielles mehr dort und habe das sehr stark vertreten. Genau. Also. Und jetzt sind die Job von den Augen gegeben. Oder wie siehst du das jetzt? Jetzt kommt das Bild, wo wir da eben nicht mehr am Kämpfen sind, sondern stehen anlängen. Also es ist eine lange Diskussion und das ist auch das Spannende. Ich glaube, auch heute zum Teil passiert erst in der Diskussion mit Leuten über das Thema, passiert etwas. Ich habe wirklich 10 Jahre gebraucht. Und habe dir immer wieder gesagt, das stimmt nicht, was du mir erzählst. Und immer wieder bist du gekommen, eben mit Geschichte und mit nochmal Geschichte und hast gesagt, ja, du bist der gewesen. Irgendwie macht es einen Unterschied. Etwas ist dort passiert, nicht nur biblisch-historisch, sondern physisch. Also etwas passiert in dieser Region. Gott hat aus irgendeinem Grund nicht nur das Volk erwählt, sondern die Region. Und ich glaube, die Diskussion, das Gespräch, das wir geführt haben, hat mich dazu geführt, da aufzumachen. Genau. Und gleich, jetzt kommen noch mehr Fragen. Und, ich bin jetzt wieder ein bisschen aufgewühlt, natürlich. Ich sehe, du erzählst mir von einer Baptistengemeinde in Gaza. Sind das auch erwählte Christen? Aber warum müssen sie denn so leiden? Du erzählst mir von Geschichten von Kirchen im Westbank, wo ihre Wirtschaft am Boden ist. Und das verheißene Volk macht die zunichte. Bethlehem, wo Jesus ist gekommen. Jesus ist nicht mehr dort in Bethlehem. Wie gehst du damit um? Was siehst du da drin? Okay, also, das ist... Wenn man im Moment heranschaut, dann tut es einem einfach draus. Man kann das so sagen. Und zwar, wenn man als neutraler Schweizer auf beide Seiten schaut, wo beide überall Leute kennt, dann dreht es einem der Magen um. Wie geht man mit dem um? Ich bin zum Glück jetzt für mich in dem, ich bin ziemlich so ein Kopfmensch. Ich kann irgendwo manchmal so wie meine das auf eine intellektuelle Ebene nehmen. Und das ist noch hilfreich. Ich weiss einfach, ich muss beten. Ich kann diesen Leuten auch nicht helfen, indem ich jetzt hier fast vergehe und mitleide. Aber beten kann ich und ich glaube, dass eigentlich das Gebet die einzige Sache ist, die wir jetzt hier machen können. Ich habe eine coole Story. Die erste Geisel, die ist freigekommen. Die allererste Geisel, die ist freigekommen.
Und es hat dann so eine Initiative gegeben, wo Leute sich Namen von Geiseln auf die Finger geschrieben und sich haben verpflichtet, zu beten. Und die Frau, die als erstes freikam, die ist auf der Hand gestanden vor einer Kollegin von mir. Und die hat während einer Woche einfach jeden Tag immer für die gebeten, du bist freikommen. Zufall oder nicht Zufall? Sie hat das Gefühl, nicht Zufall. Sie hat irgendwie wie gespürt, da passiert etwas. Also Gebet ist auf jeden Fall das Richtige, was wir machen können. Und wir müssen auch nicht klar Parteien greifen. Jetzt die ganze theologische Geschichte, die ist ein bisschen komplizierter, finde ich. Du hast gesagt, das Wort Ersatztheologie. Und die Ersatztheologie sagt, Israel als Volk vor Gott gibt es eigentlich nicht mehr, hat keine Bedeutung. Gott hat abgeschlossen mit Geschichte schreiben, mit Volk Israel. Die Kirche als Ganzes ist eigentlich an die Stelle von Israel gekommen. Wir, die Kirche, ist das Volk Gottes. Wenn man so eine Theologie hat, dann sieht man das, was passiert, vielleicht ein bisschen anders. Und dann muss man aufeinander zukommen. Ich sehe das anders. Ich sehe das wirklich anders. Ich habe das Gefühl, im Hesekiel 36 steht, Gott hat einen Plan mit Israel und wird den Plan durchziehen, damit die Welt erkennt, wer er ist. Also es geht weniger um Israel, sondern um ihn. Er wird sich der Welt offenbaren, wie er an Israel handelt und mit Israel. Darum, und zwar bis hinten raus, das ist nicht abgeschlossen. Und da bin ich voll überzeugt. Aber dass das mit vielen Schmerzen jetzt auch verbunden ist, gerade im Moment, das ist klar. Ich habe vorhin, noch vor dem GD, habe ich einem Pastor in Bethlehem geschickt, eine Message geschickt und gefragt, wie geht es den Christen in Gaza? Und dann hat er mir zurückgeschrieben und gesagt, es sei mega, mega schwierig. Also, es gibt noch 950 Christen in Gaza, alle Couleur, ein paar Evangelikale, Fromme. Die meisten von denen sind Christen aus orthodoxen Kirchen und katholischen Kirchen. 950 von 2 Millionen Leuten und die sind alle seit 5 Monaten in 2 Kirchen zusammengepfercht. Und er hat gesagt, es wird langsam unerträglich. Kein Food mehr, das ist im Norden von Gaza. Gaza ist ja eingeteilt in drei Teile mittlerweile. Im Norden kann man nur noch runter in Süden, immer noch, und nicht zurück in Norden. Und die Christen haben sich entschieden, wir bleiben in diesen 2 Kirchen im Norden. Und die haben einfach eine Mahlzeit pro Tag bis jetzt immer gehabt. Und können einmal in der Woche jeder noch duschen. Und sonst könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn 950 Leute in 2 Kirchen hocken zusammen. Man fährt sich langsam auf. Nebst dem, dass es Krieg ist, ringsherum, und wenn der Kopf am falschen Ort aus ist, vielleicht einen Schuss im Kopf bekommst oder mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas passiert. Aber auch nur das Zusammenleben schon ist brutal. Also, ihnen geht es ganz schlimm. Und es ist einfach, ja, man kann nicht. Es ist Wahnsinn, man kann nicht heranschauen, oder? Und muss gleich. Du machst trotzdem weiter. Im Schweizer Fernsehen kommt ja oft die Geschichte von dem Rami und Bassam. Das sind zwei Männer, beide haben ihre Töchter verloren. Die haben vor ihm, die schon lange erzählt. Und ein spannendes Interview war vor kurzem auf Echo der Zeit. Und dort hat man beide gefragt, jetzt nach dem 7. Oktober, fahrt ihr weiter mit eurer Versöhnung? Fahrt ihr zusammen weiter, einer als Israeli, einer als Araber? Und sie haben gesagt öffentlich, ja, umso mehr fahren wir weiter. Was machst du mit? Was macht ihr für Projekt? Warum oder wie kann man sich das vorstellen, euer Projekt Beachat? Also wir unterstützen einfach Gemeinden auf beiden Seiten. Unsere Hauptschwierigkeit ist wirklich tatsächlich die theologische Seite, weil arabische Christen, palästinensische Christen insbesondere leben in dieser Ersatztheologie. Und sobald alles wunderbar ist und eine gute Zeit und es keine Probleme gibt dort, dann geht es. Dann hat man einfach eine andere Theologie. Aber wenn ein Krieg ist, dann kommt es
so stark führen, dass man danach, dass es schwierig wird. Sag es mal so. Und das sind nur sehr reife Leute, die irgendwie dort über den Schatten springen und sagen, hey, es gibt noch etwas Größeres als unsere Theologie zum Thema Israel, das uns verbindet. Das ist, dass wir Kinder von Gott sind, dass wir Jesus kennen. Und wir haben an dieser Einheit fest, egal ob wir in diesem wichtigen Punkt andere Meinung haben. Aber das ist Knochenarbeit. Und im Moment ist eigentlich gemeint vor Ort nicht geeint. Da gibt es so starke Meinungen zu dem, was im Moment abgeht. Geht arabische Seite, messianische Seite, sehr schwierig. Aber es gibt einen Kern, der es schafft. Aber grundsätzlich, also das ist noch ein Punkt, wo mir wichtig ist, zu sagen, du hast ein Versöhnungsbeispiel genannt. Also alle, auch in dieser Region gibt es einen grossen Teil von der Bevölkerung, ist vernünftig und will einfach in Frieden zusammenleben. Es ist nicht so, dass alle Araber mit allen Juden Krieg haben. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Aber Israel an und für sich als Land ist eigentlich ein Beispiel, dass das gut geht in vielen Phasen von dieser Zeit. Also es leben 2 Millionen arabische Israelis und 7 Millionen jüdische Israelis zusammen. Und viele von denen haben es gut miteinander. Also nicht so, dass einfach jeder mit jedem Krach hat. Oder? Du hast auch noch erzählt von einem Pastor im Norden, vom arabischen Norden. Also wir fragen uns, ja, gehen ja da ein bisschen das rein. Wir stellen fast mehr Fragen, als dass wir Antworten haben, bewusst. Wo ist der Gott in all dem? Manchmal redet man so oberflächlich vom Blut der Märtyrer oder so Ereignisse führen zu Erweckung, sagt man so oberflächlich. Siehst du irgendetwas davon, von dem, dass da etwas passiert? Ja, also grundsätzlich kann ich, wir sind ja, wenn wir in der Tagesschau-Ebene sind und was jetzt genau heute passiert ist, und so, da sind wir wirklich auf einer tiefen Flugebene, oder? Ich denke, Gott hat wirklich eine höhere Ebene, seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Er liebt alle Menschen dort und wirkt. Und das höre ich von den Partnern. Und wir, ich weiß nicht, wie es euch, wie ihr zum Glauben kommt, wenn ihr euch für den Glauben anfängt zu interessieren. Sehr viele Leute brauchen irgendeine Lebenskrise. Und gerade die Krise, also ich gehe, gerade die Krise führt, glaube ich, vielen Leuten dazu, andere Fragen zu stellen, als sie sonst stellen. Der messianische Pastor hat gesagt, mit den Leuten, die sie auf der Straße treffen, sind alle sehr. Man kann für irgendwelche Israelis auf der Stadt neuerdings beten. Vorher haben die angespäut oder geklopft, aber sie wollen Gebet. Das Volk ist offener als auch schon. Der Pastor in Galiläa, der arabische Pastor, das ist nicht so, dass die einfach, weil sie Araber sind, verschont sind von dem Ganzen. Die sind im Norden von Israel, die spüren, wenn von der Hisbollah Raketen nach Israel kommen, die spüren die, wie ein Dorf bebt. Wo er hat gesagt, wenn es im Norden richtig losgeht, dann sind wir mitten drin. Und dann weiss ich nicht, was passiert. Und er hat gesagt, Thomas, we are in the fire. Dann hat er so gelacht, wie ich ihn eigentlich noch nie hat gehört lachen. Dann hat er gesagt, and I start to love it. Ich fange an zu lieben. Und dann dachte ich, hey, jetzt geht es vielleicht ein bisschen durch mit ihm. Dann hat er gesagt, sie haben noch nie so viele Heilige gehabt in der Gemeinde. Sie haben noch nie so viele neue Leute gehabt in der Gemeinde. Sie haben noch nie so eine Offenheit gehabt in ihrem arabisch-muslimisch gemischten Dorf für sie als Christen. Und er hat gesagt, es ist so eine busy Zeit, ich kann nicht mehr planen. Es ist mega schwierig. Und wir sind wirklich in diesem Feuer drin. Aber Im Feuer erleben wir Gott. So, ich vergesse immer den Namen. Die ins Feuer haben müssen, beim David, Mari, Schadrach, Mischach und Abednego. Im Feuer haben sie ihn erlebt, wie er ihnen geholfen hat. Und er hat die aber auch vorher gesagt, und wenn es Gott halt nicht hilft, dann hilft er uns halt nicht, dann sind wir halt weg. Und das hat er auch gesagt. Wenn halt die Raketen kommen,
dann kommen sie dann halt und dann bin ich dann vielleicht an einem besseren Ort. Und jetzt wirklich so gemeint. Ich muss eine neue Story erzählen, und zwar von Gaza. Das ist von jemand anderem, den ich selber nur über jemand anderes Kontakt habe. Aber die haben aus einer God-Story gehört von einer Frau, die in Gaza ihr Kind hat verloren und selber auch ist tödlich verletzt worden. Aber sie ist noch ein Zeit lang gelebt und ist dann gestorben. Und ihre letzten Züge auf dem Totenbett denken sie, dass sie noch eine Vision von Jesus hatte. Oder eine Vision. Vielleicht nicht eine Vision, vielleicht war er wirklich dort. Auf jeden Fall hat sie einen Arzt gefragt, ob sie den Mann gesehen hat, der bei ihr vor ihrem Bett stand und ihre Tränen abputzt. Und er hat gesagt, dass sie Jesus war. Er ging sie. Und kurz darauf ist sie gestorben. Wahnsinnige Story. Und also, ich konnte sie nicht selber fragen, aber gut gekommen. Und ich finde das Wahnsinn. Und ich wollte dich unterbrechen mit der Frage, wo ist Jesus in dem? Und du hast es gerade beantwortet. Ein Teil. Ich habe die Kollegen auf der Reise immer wieder genervt und gesagt, wo ist denn da Jesus? Ich finde ihn nicht, er ist nicht da. Es hat mich selber wirklich genervt, dass er auch nicht dort ist. Mit dem schließen wir den ab. Kommt er wieder? Oder jetzt haben wir ein Erlebnis in Gaza, aber wo ist genau der Jesus jetzt? Oder wann kommt er wieder? Weißt du das? Also der Phil will immer wissen, wenn er kommt. Ja. Und er hat ja gesagt, er sage es nicht, wenn er genau kommt. Genau. Aber er kommt irgendwann mal wieder, das ist ganz wichtig. Ich finde, es ist immer wichtiger. Was sind die Voraussetzungen? Da hast du mir ein paar spannende Sachen gegeben, das für dich vielleicht zum Abschluss. Ja, also eben, du willst wirklich wissen, ob die Voraussetzungen schon erfüllt sind. Ich weiß nicht, er wird wieder kommen. Und wo ist er? Also theologisch gesehen, er ist im Himmel. Aha. Er ist auch aufgefahren im Himmel. Dort ist er und hat uns dann den Heiligen Geist geschickt. Und dort, wo der Heilige Geist wirkt, wirkt Gott, dort wirkt Jesus. Die Einigkeit. Ich würde das mal so dem lassen. Es klingt relativ gut, oder? Genau. Ich habe Jesus auch erlebt auf der Reise, an komischen Orten. Und vielleicht auch ein bisschen biblisch. Zweimal habe ich gesagt, als wer hat ihn erlebt. Einmal hat Tabea da Klavier gespielt. Zwei Uhr hatte ich leider nicht dabei, aber das war schon ein Moment. Wir sind in Jerusalem, sehr klappert wieder in Schutz. Und sie singt auch Worship-Lieder mit uns an einem alten wirklich Klavier. Dort hat man etwas gespürt von dem. Und dann sind wir ins Hotel gekommen und dort sind ganz viele Leute von dem Kibbutz Beri. Und immer wieder haben die gegület. Und etwas vom Alten Testament ist mir dort wieder in den Sinn gekommen, dass Gott in den Tränen ist, von denen, die ihn suchen. Und jetzt, wie schließen wir das ab? Wir haben gesagt, wir können nicht mit guten Worten abschließen, sondern wir wollen zurück zum Anfang. Gott hat einen Bund mit uns. Gott hat über 1000 Generationen einen Plan und Gott ist treu und Gott wird treu bleiben. Und darum nehmen wir das Abendmahl zum Schluss und du wirst das einführen. Ich habe etwas Cooles erlebt am Freitagmorgen diese Woche. Ich war ein bisschen nervös wegen Predigt Israel, was sagst du da und Fest vor Barmherzigkeit und alles. Und dann habe ich gebetet auf dem Velo, wo ich ins Frühgebet gegangen für Männer. Ich werde noch ein bisschen Werbung einschließen für das. Jeden Freitagmorgen in Franzkirche von 6 bis 7 gibt es ein Frühgebet für Männer. Es ist hennen cool. Auf jeden Fall fahre ich mit dem Velo nach Bern. Und dann habe ich so gebetet und Gott gesagt, gib mir doch bitte einen Vers, der das irgendwie, Barmherzigkeit und Einleitung für das Abendmahl, wo das irgendwie passt, hilf mir doch mit dem. Und dann manchmal klopft man, dass es so schnell geht. Ich komme dann in die Kirche und der, der morgen hat vorbereitet hat, hat einen Vers. Das so läuft es dort, hat einen Vers mitgebracht, der ein bisschen das Thema ist. Und mich hat es nervös hinterher gestrahlt. Das hat niemand gewusst. Dann hatte ich noch längere Haare gehabt. Ich bin erst näher zum Kaffee. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringt. Also das ist aus dem Judas Brief.
Und mir ist es dann so aufgegangen, die Barmherzigkeit, unser Fest vor Barmherzigkeit. Wir haben jetzt noch nicht so eine Partystimmung gehabt bis jetzt, ich weiß nicht, ob es noch dazu kommt. Aber eigentlich ist das Abendmahl ist eigentlich der Ausdruck von einem Fest vor Barmherzigkeit. Also das Fest ist ein Freudenausdruck und der Grund für die Freude ist Gottes Barmherzigkeit, die er hat. Gegenüber dir und mir. Nicht wir haben in der Welt, sondern er hat unsere Welt und er hat alles gemacht, dass wir die Beziehung mit Gott haben können. Barmherzigkeit, man kann verschiedene Definitionen haben, aber Barmherzigkeit geht über das raus, was jemand muss tun muss, was einfach normal, gut und fair ist. Mehr. Und Jesus hat viel, viel mehr müssen geben und tun, sein Leben, damit wir das bekommen können, was wir eigentlich nicht verdient haben. Das ewige Leben. Und darum lade ich euch ein, da wirklich ein persönliches Fest zu feiern, jetzt, wenn ihr das nehmt und den Bund feiern, den Gott mit euch hat. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich habe ein grosses Verlangen gehabt, das Mahl mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Er freut sich darüber, dass wir heute das Mahl einnehmen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, das uns an Tod und Auferstehung von Jesus erinnert. Es ist der Ort der Vergebung und der Heilung. Unsere Schuld und unsere Leiden sind uns abgenommen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, wo jeder, der merkt, dass er Gott nötig hat, ist dazu eingeladen. Es ist ein Hoffnungsmahl, ein Vorgeschmack auf das Fest im Reich von Gott. In der Nacht, wo Jesus ist verraten worden, hat der Jesus, und jetzt zeigt es uns der Phil, hat er Brot genommen, hat darüber gedankt, hat es gebrochen und gesagt, nehmt, esset, das ist mein Leib, das für euch hergegeben worden ist. Wir tun das gäng neu zur Erinnerung an ihn. Nach dem Essen hat er den Becher genommen, er hat ihn gesegnet und gesagt, der Becher ist der neue Bund in meinem Blut, der vergossen wird zur Vergebung von vielen Sünden. Wir tun das gäng neu zur Erinnerung an ihn. Und so manchmal, wenn wir von diesem Brot essen und von diesem Becher trinken, verkündigen wir den Tod von unserem Herr, bis dass er irgendwann wiederkommt. Heiliger Geist, komm du, führe du uns in alle Wahrheit, dass wir leben können, wie lieb uns der Vater im Himmel hat. Amen. So wie du sagst, so sieh.